Okay, ja, herzlich willkommen zurück. Ein letztes Mal zu BWET. Morgen geht's schon los. In 24 Stunden haben wir die Klausur schon längst hinter uns und ich hoffe auch erfolgreich hinter uns. Ja, wir beenden jetzt heute die inoffizielle Probeklausur und klären dann nur noch allerletzte Fragen, wenn sich jetzt noch kurzfristig welche ergeben. Und das war's auch schon. Mehr gibt's heute nicht. Ja. Wir sind stehen geblieben bei öffentlichen Gütern. Hier sollen wir jetzt erstmal zwei Begriffe unterscheiden. Einmal den Begriff des öffentlichen Guts und des Allmendeguts. Dann sollen wir den Kern von Hardens Tragedy of the Commons herausstellen. Also was war quasi, ja, was hat sich aus diesem Paper ergeben und aus diesem Konzept? Ja, dann sollen wir bei der C uns mit Eleanor Ostrom beschäftigen, die ja eine Lösung quasi für diese, ja, für Ja. dieses öffentliche Güterproblem entwickelt hat. Ja, bei der D sollen wir dann noch die Problematik des Free Riding einmal erklären und dann letztendlich die Begriffe Dichte und dünne Moral erläutern. Ja, ich würde sagen, 20 Minuten sind auf jeden Fall mehr als genug. Ja, ich würde dann spätestens um 14:50 Uhr sollten wir uns wieder treffen, ja? Ich frage vielleicht auch schon mal nach 15 Minuten nach, wie es aussieht. Okay? Alles klar, dann bis gleich. Okay, was habt ihr zur A? Hier sollten wir jetzt nur erstmal die Begriffe öffentliches Gut und Allmendegut unterscheiden. Ja. Ein öffentliches Gut ist ein Gut, was in keinem Wettbewerb steht und auch für jeden zugänglich. Also. Ein Allmendegut ist für jeden zugänglich, steht aber im Wettbewerb. Genau. Also das öffentliche Gut unterliegt quasi der Nichtausschließbarkeit und der Nichtrivalität. Und das Allmendegut unterliegt der Nichtausschließbarkeit und der Rivalität, ne? Okay, das war relativ einfach. Wie sieht's bei der B aus? Der Kern von Hardens Tragedy of the Commons. Was habt ihr da geschrieben? Also ich kann es ja einfach mal vorlesen. Ich habe jetzt nicht sonderlich viel. Ich habe nur geschrieben, durch die Überbevölkerung sind öffentliche Güter nicht mehr gerecht aufzuteilen. Und die Regelungen in kleinen Gruppen sind nicht auf die Großen anzuwenden. Ja. Ja, das ist schon richtig. Man hätte es vielleicht noch ein bisschen ausführen können, aber es ist okay auf jeden Fall. Was haben die anderen so? Ich habe nur aufgeschrieben, dass öffentliche Güter übernutzt werden. Ja, gut, das war Zum am Ende auch Beispiel der nicht mit Kern. öffentlichen Gütern werden. Ja. Okay. Auch richtig. Ich hätte jetzt geschrieben, umso mehr die Bevölkerung wächst, desto mehr werden die öffentlichen Güter übernutzt. Es muss daher geregelt werden, dass die Bevölkerungszahl nicht weiter wächst, denn das bringt den Ruin für die für die Menschheit. Daraus können zum Beispiel CPR-Probleme entstehen. Als Beispiel habe ich da Angeln genommen, das was aus der Vorlesung war. Desto mehr Angler, desto weniger Fische. Und umso mehr Menschen Fisch essen wollen, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass Fische aussterben. Also quasi auch die Übernutzung. Okay. Kann es auch damit zu tun haben, dass niemand nach dem öffentlichen Gut mehr guckt? Also wenn man eine kleine Gruppe hat, die ein öffentliches Gut hat, gucken die eher, dass das nicht übernutzt wird als eine große Menge an Leuten. Ja, kann durchaus sein, ne? Also, dass sich vielleicht irgendwann einfach niemand mehr drum kümmert. Ja, schon möglich.
Also ich habe jetzt, ich kann auch mal meins vorlesen. Ich habe geschrieben, Hardin betonte, dass es in kleinen Gesellschaften einfach sei, öffentliche Güter gerecht zu allozieren, also zu verteilen, zum Beispiel durch Absprache. In größeren Gesellschaften ist dies allerdings schwierig. Es kommt zur Übernutzung des öffentlichen Guts und es existiert auch keine technische Lösung, die dieses Problem verhindert. Seid ihr einverstanden damit? Sie. Okay, dann schreibe ich das mal so schnell auf. Aber ihr habt im Prinzip ja alle das Gleiche gesagt, ne? Also wir haben alle das Richtige gesagt. Öffentliche Güter gerecht zu verteilen, zum Beispiel durch Absprachen. So, okay. Wie sieht's bei der C aus? Was habt ihr da? Soll ich? Ja, bitte. Um das Übernutzen eines öffentlichen Gutes zu vermeiden, sollte man das Gut privatisieren, jemandem geben, sodass der Eigentümer danach guckt und sicherstellt, dass keine Übernutzung entsteht. Okay, das war ein Lösungsvorschlag, ja. Ich kann das, also ich habe das auch so und ich würde halt noch ergänzen, weil sie, ich glaube, es war eine Sie, meinte, dass der Informationsaustausch halt super schwer ist bei dieser Überbevölkerung und deswegen soll man es einfach über die Marktwirtschaft beziehungsweise den Preis regeln, also dass der Preis halt reguliert wird durch die Marktwirtschaft. Genau, das hat mir bisher jetzt so ein bisschen noch gefehlt, genau, richtig. Jan, möchtest du noch was ergänzen? Ergänzen, glaube ich, nicht. Nee. Okay. Ja, also schon richtig, aber genau. Also war jetzt auch ein bisschen fies, weil ich geschrieben habe, einen Lösungsvorschlag für dieses Problem entwickelt, sollte es auch heißen. Ja, sie hat mehrere Lösungsvorschläge quasi. Sie hat Vorschläge gemacht, wie man das Problem ein bisschen mindern kann und wie man es letztendlich vielleicht sogar fast eliminieren kann. Also einmal, also können wir das schon mal schreiben, im Prinzip hat sie mehrere Möglichkeiten dargestellt, die das Problem ja, mindern können zumindest, wenn nicht schon beheben. Zum einen könnte man die Übernutzung durch die Vergabe oder durch die Privatisierung, das fand ich ganz gut, durch die Privatisierung des Guts regulieren. Also zum Beispiel Schaffung von Eigentumsrechten. Man kann oder es lassen sich auch Anreize schaffen, das Gut nicht weiter zu übernutzen. Also zum Beispiel Sanktionen. Letztendlich war Ostrom aber der Meinung, dass die Regeln kleiner Gesellschaften auch global funktionieren müssen. Allerdings sind diese nur sehr schwierig kommunizierbar. Kommunizierbar.
Die ja, Kommunikation erfolgt letztendlich über die Marktwirtschaft in Form. Jetzt höre ich mich wieder doppelt, Jan. Des Preises. Seid ihr einverstanden mit der Antwort? Ja. Okay. So, Problematik des Freeriding. Was habt ihr da? Dann würde ich, wenn keiner will. Ich habe Menschen wollen weniger einsetzen als andere Menschen. Auf eine Gesellschaft bezogen, so wenig wie möglich leisten, um einen großen Nutzen zu erhalten, da alle anderen weiterhin Leistung für die Gesellschaft erbringen. Das Problem ist, dass irgendwann ein oder mehrere also nichts leisten wollen und da der Nutzen geschmälert wird oder sogar null wird. Okay, ja. Also quasi, man möchte selbst immer etwas weniger beitragen als alle anderen Mitglieder einer Gesellschaft. Da man versucht, ja, oder da man trotzdem noch Nutzen generiert, da ja alle Mitglieder etwas mehr beitragen als man selbst. Da aber jedes Aber Mitglied der Gesellschaft dieses Verhalten zeigt und bei den anderen antizipiert, resultiert daraus ein Gesamtnutzen von null, da kein Mitglied etwas beiträgt. Okay? Alles klar? da ist auf jeden Fall dein Lieblingswort. Da habe ich das jetzt so Ja. oft gesagt. Ja, tatsächlich, ja, stimmt. Aber nee, passt so die Lösung. Passt. Dann machen wir einmal weil draus, dann liest sich nicht so mit so viel da. Das ändert es jetzt. Ja, es klingt vielleicht ein bisschen besser. Ist Ja. dieses Freeriding das gleiche wie das Trittbrettfahrerproblem? Ja, genau, das ist das Ah, okay, gut. Trittbrettfahrerproblem, genau. Es sagt ja auch Freeriding, ne? Ja, aber voll die gute Definition, Jan. Ich habe es irgendwie, also ich finde das voll schwer zu erklären. Ich habe so einen Müll hingeschrieben. Deswegen, gut. Solange ich das erklären kann, glaube ich, krieg's auch die Punkte. Hoffe ich mal. Was habt ihr bei der E? Das habe ich nicht verstanden. Ja, da bin ich auch raus. Jan? Ja. Ich habe geschrieben, die dünne Moral, Identität und Werte sind kulturell von Bräuchen und fest verwurzelten Traditionen abhängig. Das ist die dünne Moral, sagst du? Das ist die dichte Moral. Sorry, Ja, sorry. okay. Das ist die Wollte dichte schon Moral. sagen, ja. Ja. Die dünne Moral, Konsens finden durch wechselseitige, immanente Kritik als kommunikative Basis und Ja. dabei sich in andere reinversetzen, um kulturelle Gemeinsamkeiten zu finden. Jedoch ist dies nicht immer möglich, wie zum Beispiel bei den globalen Problemen Menschenrechte und Umweltschutz. Okay, bei der, also die dünne Moral hast du sehr, sehr ausführlich beschrieben. Allerdings fehlt so ein bisschen, dass die dünne Moral ja den Minimalkonsens darstellt. Die dünne Moral. Ja, die dünne Moral, Ja, ne? die dünne Moral. Also das sind ja quasi Minimalkonsense, auf die sich die Weltgesellschaft einigen kann. Ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzuführen. Also, dass die dünne Die Moral, dünne Moral. ich höre mich immer doppelt bei dir, die dünne Moral ist also die Moral,
welche aus einem Minimalkonsens entsteht, auf den sich die Weltgesellschaft einigen kann. Ne? Das wären zum Beispiel die Menschenrechte. Die so ein bisschen kulturell unabhängig sind. Genau, also trotz allen kulturellen Unterschieden und so weiter, das ist so der Konsens, auf den wir überhaupt so, also der kleinste gemeinsame Nenner quasi, auf den wir trotzdem kommen. Ah, Ja, zum okay. Beispiel, dass man Menschen nicht foltern sollte, das sieht eigentlich jede Kultur so. Jan, was hast du noch? Ich möchte es gerne noch weiter ergänzen um das, was du jetzt noch gesagt hattest. Lies mir doch bitte noch mal vor. Konsens finden durch wechselseitige, immanente Kritik als kommunikative Basis. Und dabei soll man sich in andere reinversetzen, um kulturelle Gemeinsamkeiten zu finden. Jedoch ist dies nicht immer möglich, wie bei der Weiterentwicklung von Menschenrechten global gesehen oder Umweltschutz. Okay, also der Konsens wird über wechselseitige immanente Kritik gefunden. Und was hast du da jetzt noch? Man soll sich in andere reinversetzen, um kulturelle Gemeinsamkeiten zu finden. Und kulturelle Gemeinsamkeiten. Ja, wird über werden kulturelle Gemeinsamkeiten werden gefunden. Hoch gefunden. Indem sich in das Gegenüber hineinversetzt wird. Okay. Was sagt die dichte Moral? Ja, da habe ich halt, Identität und Werte sind kulturell von Bräuchen und fest verwurzelten Traditionen abhängig. Also könnte man sagen, das ist die Moral, die aus gemeinsamen, tief verwurzelten Gebräuchen und Traditionen entsteht. Zur dünnen Moral so viel, zur dichten Moral so wenig. Aber das ist okay. Ja, sind die Begriffe etwas klarer geworden? Ja, bei mir auf jeden Fall. Ja. Also es hat sich auch tatsächlich so ein bisschen mit dem überschnitten, was ich vorher gedacht habe. Also, ja. Okay, sehr gut. Alles klar. Dann haben wir die Aufgabe zu öffentlichen Gütern geschafft. Dann kommen wir zur letzten Aufgabe. Können wir mal ein bisschen hochziehen. Also noch mal was zur Moralität und Rationalität. Welche Verhaltensannahmen liegen dem Homo economicus im neoklassischen Grundmodell zugrunde, will ich erst mal wissen. Dann sollen wir die Prinzipien der ökonomischen Analyse menschlichen Verhaltens nennen und erläutern. Ja, dann so ein bisschen Transfer. Welche Argumentation könnte man jemandem entgegnen, der der Meinung ist, der Homo economicus sei tot? Und dabei sollen wir zunächst auf die Frage eingehen, wie jemand überhaupt auf diese Idee kommen könnte. Ja, bei der D sollen wir dann noch die Schritte der Verhaltensgenese der Moral nennen und erläutern. Bei der Was E. meinst du damit? Bei der D. Ja. Also da gab es so verschiedene, es waren vier Schritte, wie Moral entsteht, quasi Ah, moralisches okay. Verhalten und ne, wie moralisches Verhalten entsteht. Okay. Nennen und erläutern Sie hier noch drei Ebenen der Kolbergschen Moraltheorie, ja, und auf die jeweiligen Stufen ein bisschen eingehen. Hier meine ich nicht den Neo-Kolberg, das habe ich extra dazu geschrieben, weil es gab ja mehrere Modelle. Ich meine den ursprünglichen Kolberg. Und ja, zum Schluss sollen wir noch die Rolle der Moral als Institution diskutieren. Was ist damit gemeint und welcher Unterschied ergibt sich im Hinblick auf die Autonomik?
Auch hier würde ich mal 20 Minuten veranschlagen. Vielleicht machen wir 25 draus, je nachdem, weil das ist schon wieder ein bisschen mehr. Also ich würde mich mal so um, ja, 25 melden. Okay? Alles klar, bis gleich. Die letzte Aufgabe. Was habt ihr bei der A? Was war hier die Frage? Genau, Verhaltensannahmen des Homo economicus im neoklassischen Grundmodell. Es war ja nur nennen, gell? Ja. Ja. Also ich habe rein egoistisch, vollständig rational und rein, also nur materielles Interesse. Ja. Egoistisch wollte ich schreiben. Vollständig rational und nur materiell interessiert, ne? Okay. Nennen oder erläutern Sie die Prinzipien der ökonomischen Analyse menschlichen Verhaltens. Welche sind das? Da habe ich methodologischer Individualismus. Handlungen aus individueller Sicht müssen rational sein. Ja. Dann Rationalitätsprinzip, Warte, warte, rationale Individ ich muss eins nach dem anderen schreiben. Eine Sekunde. So, methodologischer Individualismus und da hast du gesagt, Handlungen. müssen aus individueller Sicht rational sein. Ach Mensch, individuelle Sicht rational sein. Ja, okay. Dann kommt das Rationalitätsprinzip. Rationale Individuen maximieren ihren wahrgenommenen Erwartungsnutzen. Ja. Dann kommt Präferenz. In Klammern Inhalt kann man noch schreiben. Monetäre Auszahlungen sind nicht gleich Nutzen, sondern Betrachtung individueller Präferenzen jeglicher Art. Sondern Berücksichtigung Ja. individueller Präferenzen jeglicher Art. Sichtigung von individuellen Präferenzen jeglicher Art, also auch nicht monetären zum Beispiel. Okay. Dann habe ich Restriktion. Subjektiv wahrgenommene Restriktion. Sprich, nur das ausgeben, was man sich auch leisten kann. Also in Klammern quasi gesetzt. Okay. Ich ziehe das mal ein bisschen zusammen. Brauche ich nicht so viel Platz. Was habe ich nochmal zu denen geschrieben? Müssen bei der Entscheidungsfindung Berücksichtigung finden. Okay. Was haben wir bei der C? Was habt ihr da geschrieben? Da könnte man jetzt mal ein bisschen diskutieren. Was habt ihr da so? Da so. Keiner? Ich würde was sagen. Ja. HO ist tot, also die Hypothese HO ist tot, wurde zum Beispiel aus dem Diktatorspiel gestellt, da obwohl Menschen alles für sich selbst nehmen können und dem anderen nichts abgeben müssen. Tun Sie dies aus Fairness halber trotzdem, was dem HO-Prinzip widerspricht. Jedoch hat man herausgefunden, dass mit zunehmender Anonymität dieser faire Gedanke abnimmt, sprich, es wird wieder eher rein egoistisch gehandelt als partiell egoistisch. Also man sieht, dass der HO nicht tot ist, sondern durch zunehmende Anonymität wieder zum Vorschein kommt. Durch zunehmende Anonymität, den letzten Teil musst du mir noch mal vorlesen.
Das habe ich jetzt nicht so Also ganz. man sieht, dass der HO nicht tot ist, sondern durch zunehmender Ja, aber nee, nee. warum ist der nicht tot? Was hast du jetzt gesagt, warum der nicht tot ist? Jedoch hat man herausgefunden, dass mit zunehmender Anonymität dieser faire Gedanke abnimmt. Sprich, es wird wieder rein egoistisch gehandelt als partiell egoistisch. Also muss man, also man sieht, dass der HO nicht tot ist, sondern durch zunehmende Anonymität wieder zum Vorschein kommt. Okay, du hast es sehr ausführlich beschrieben. Also das ist zwar an sich nicht schlecht, aber in der Klausur wäre das, du brauchst viel zu lange. Weißt du, wie ich meine? Also es Okay. ist richtig, aber ich finde es an manchen Stellen schon fast zu ausführlich. Aber es ist im Okay. Prinzip genau das, worauf es hinausläuft. Was mir vielleicht ein bisschen gefehlt hat in der Antwort ist, warum, also du hast ja gesagt, es wurde herausgefunden, dass das mit zunehmender Anonymität wieder abnimmt. Aber warum nimmt das denn damit wieder ab? Weil das ist der Knackpunkt. Warum nimmt es wieder ab? Ja, weil die Gesellschaft bzw. die Menschen nicht erfahren, wer jetzt so, Ja. sag ich mal, ein Arschlochverhalten hatte. Und das heißt auf gut Deutsch, die Menschen unterliegen keinem sozialen Druck, ne? Ah ja, stimmt, wegen Ja. sozialen Druck, ja. Also das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ansonsten war alles mit drin. Aber das, ne, weil das, dass die Menschen quasi unter der Restriktion des von sozialem Druck stehen und deswegen quasi aufgesetzt moralisch handeln, ist aber im Prinzip gar nicht sind, ne? Aber im Prinzip war alles sonst dabei, wie gesagt, teilweise sogar schon fast zu ausführlich. Aber ja, also hättest du auf jeden Fall einen Großteil der Punkte auf jeden Fall gecasht. Okay. Also das Ultimatums und das Diktatorspiel hat gezeigt, dass Menschen nicht nach dem HO-Prinzip handeln. Selbst wenn sie von den Spielregeln dazu ermächtigt werden. Das war ja auch das, was du im Kern gesagt hattest. Ne, dass Menschen dann irgendwie nicht dem HO im Prinzip nach handeln. Also somit kann man der Meinung sein, dass Menschen von sich aus moralisch handeln und dass der HO nicht existiert, also tot ist quasi. Dem entgegen steht, dass Menschen aufgrund der Restriktion des gesellschaftlichen Drucks so handeln, sie also dadurch zum moralischen Handeln. Na, gezwungen sind. Ohne diese Restriktion würden Menschen wieder nach dem HO-Prinzip handeln. Also im Prinzip das, was Jan gesagt hat. Ja, nur diese Kleinigkeit mit dem sozialen Druck oder gesellschaftlichen Druck hat mir gefehlt. Ansonsten war alles dabei. Ist das klar? Okay. So, nennen und erläutern Sie die Schritte der Verhaltensgenese der Moral. Was habt ihr da? Vielleicht mal jemand anders? Ich kann die machen. Ich habe es ein Ja. bisschen, aber so im Kern. Okay. Also als erstes moralische Sensitivität.
dass man erkennt, wie sich die Situation auf die anderen auswirkt. Dann moralische Beurteilung, Ja, zu Moment, beurteilen. Moment, 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 ich schreibe das Ja, auf. Also quasi Sensitivität für den moralischen Gehalt einer Situation, ne? Ja, okay. dann moralische Beurteilung, zu beurteilen, was das moralische Ideal in der Situation ist. Also Beurteilung eines moralischen Ideals. Ja. Ich füge noch hinzu kognitives Verständnis für die Situation. Okay. Moralische Motivation, der moralische Wille, das ideale Ereignis auszusuchen. Okay. Und moralischer Charakter, die Fähigkeit zur Ausführung und Umsetzung von dem, was man beabsichtigt hat. Und Umsetzung des Beabsichtigten. Ja, bin ich einverstanden mit. Passt. Okay. Die E, die Kohlberg-Stufen. Was habt ihr da? Cloud, Nele, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr dazu was? Ich schreibe noch gerade ganz kurz das Okay. ab. Ich habe eigentlich nur die drei Stufen genannt. Also die erste, die Prävention, präkonventionelle, die zweite, die konventionelle und die dritte, die postkonventionelle. Aber ich wusste nicht ganz, was du da jetzt noch hören willst, weil eigentlich richtig definiert werden die doch erst im Neo-Kohlbergschen. Ja, naja, die haben ja trotzdem schon Stufen, ja, also die Ja, aber die kann Ebenen ich nicht. haben verschiedene, die haben jeweils zwei Stufen. Und man konnte noch mal so ein bisschen beschreiben, was auf dieser Ebene passiert quasi, ja. Also auf der präkonventionellen Ebene zum Beispiel, da wird Moral verstanden als Regelorientierung. Ja, hier geht es darum, dass wir wirklich moralische Vorstellungen nur nutzen, um quasi nach diesen Regelungen, nach einer gewissen Regelung zu leben. Und die Stufen. Die zweite ist dann ein bisschen so Verständnis, warum man die nutzt, oder? Also warum So man sich dran gesehen. hält. So gesehen, ne? Also wir können einfach sagen, welche Rolle spielt die Moral auf diesen verschiedenen Ebenen? Okay. Also die erste Stufe war Autorität und Gehorsam. Weiß jemand die zweite? Auswendig. Was mit Eigentumsrechte, oder? Eigentumsrechte. Eigentumsrechte anerkennen oder sowas? Nee, du meinst die Anerkennung legitimer Besitzansprüche. Das ist Ja. im Neo-Kohlberg die Stufe 1a. Sehr gut. Hier war es, lass mich nachdenken. Autorität und Gehorsam war die erste und die zweite. Ja gut, ich habe es aufgeschrieben, aber die Austauschgerechtigkeit. Müssen wir die auch auswendig können? Ich würde sagen, ja. Also ich hätte irgendwie gesagt, der legt ein bisschen mehr Fokus auf dieses Kann Neo-Kohlberg, weil der da ein bisschen mehr abfragen kann. schon sein, ja. Aber bei dem, was man so. Man weiß nie genau. So, dann haben wir die konventionelle Ebene, ne? Wie habt ihr die erläutert? Moral für die Gemeinschaft. Moral für die soziale Gemeinschaft. Also hier spielt quasi ja die Sozialität eine gewisse Rolle.
Welche Stufen haben wir auf der konventionellen Ebene? Das ist die Stufe 3 quasi. Ja, die goldene Regel oder ge generell, ja, die goldene Regel oder doch, ist nur die goldene Regel. Normative Ja. Prinzipien, glaube ich, ne? Stimmt es? Muss gerade mal gucken. Ja, Orientierung an sozialen Normen. Orientierung an sozialen Normen oder eben der goldenen Regel. Und die vierte Stufe? Fängt mit S an. War die Systemperspektive. Dann haben wir noch die postkonventionelle Ebene. Wie konnte man die nochmal beschreiben? Zwischenmenschlich? Moral für Zwischenmenschliche? Nee. Moral aus philosophischen Prinzipien. Ja. Welche Stufen hatten wir hier? Also mir fällt jetzt sofort noch die Stufe 6 ein. Das waren die universellen Prinzipien. Und hier hatten wir, glaube ich, Sozialverträge. Also Menschenrechte zum Beispiel. Gut. Ja, mehr war hier nicht gefragt. Ja. Und die Dann. ist Inter-Trans und sowas, das erst bei Neo Kohlberg, ja. Das ist Neo Kohlberg, ja. Ich hoffe, dass er das nicht abfragt. Das ist nämlich Kacke. So. Ja, hier sollten wir jetzt noch zuletzt die Rolle der Moral als Institution diskutieren. Und da ich jetzt schon gehört habe, dass die meisten nichts dazu geschrieben haben, Jan, du hast Fällt die was dazu. Diskussion aus? Nee, die fällt nicht aus. Jan hat ja was dazu. Ich habe geschrieben, Moral kann als Institution angesehen werden, da Menschen durch Versprechen und nicht nur durch Verträgen wie in der Ordonomik kooperieren können. Dabei können Vertrauen oder Respekt als Sanktionen bzw. Belohnung angesehen werden, um die Kooperation zu stützen. Das spielt sich auf das gesellschaftliche Ansehen ab und daher sind soziale Normen zwar nicht selbstdurchsetzend, um den Nutzen zu maximieren der Akteure, aber als moralische Institution kann es angesehen werden. Ja, okay, das klingt schon mal sehr gut. Bitte, bitte diktier es mir nochmal, dann schreibe ich nochmal einiges mit, was du gesagt hast. Moral kann als Institution angesehen werden, Warte mal. da Menschen durch Versprechen und nicht nur durch Verträge wie in der Ordonomik kooperieren können. Gesehen, angesehen werden, da Menschen Durch auch Versprechen. durch Versprechen und nicht nur durch Verträge oder nicht nur, oh, warte mal. Ah, doch, nicht nur durch Verträge kooperieren können, okay. Ja. Dabei können Vertrauen oder Respekt als Sanktion bzw. Belohnung betrachtet werden, um die Kooperation zu stützen. Verwendet werden, um Kooperation, hoch, Kooperation zu stützen. Dies spielt auf das gesellschaftliche Ansehen ab. Was meinst du denn damit? Naja, also wenn ich jetzt zum Beispiel Vertrauen und Respekt, das ist für mich, dann sehen die anderen das ja auch, weißt du? Okay, Also sie sehen, dies, dass ich, ja. dass ich nicht so vertrauenswürdig bin oder keine Ahnung, so respektlos oder sonst was. Klar, dass das jetzt zu lang war hier.
Okay. Daher sind soziale Normen zwar nicht selbstdurchsetzend, um den Nutzen zu maximieren, um den Nutzen aller Akteure zu maximieren, aber dennoch kann es als moralische Institution angesehen werden oder verstanden werden. Sind zwar nicht selbstdurchsetzend, können aber dennoch als Institution angesehen werden. Okay, jetzt gucke ich mal, ob du noch was vergessen hast. Oder vielleicht habe ich noch was zu ergänzen. Also ich habe geschrieben, Moral kann selbst als prinzipielle Institution einer Gesellschaft verstanden werden, welche Kooperation ermöglicht. Sie selbst hat also neben dem Wertcharakter auch einen Interaktionscharakter. Sie sorgt in Koordinationsspielen für die notwendigen Konventionen, welche dort als Spielregeln zu verstehen sind. In Kooperationsspielen sorgen sie für die notwendigen normativen Prinzipien. Defektieren ohne Versprechen sind moralisch verwerflich. Defektieren mit Versprechen sind moralisch einwandfrei. Sorry, defektieren mit Versprechen sind moralisch verwerflich. Die Moral gilt also selbst als möglicher Anreiz. Ich finde deins aber fast besser. Ja, du Deswegen. kannst das mit Interaktionsgedanken noch mit reinschreiben. Das habe ich vergessen. Ja. Wertecharakter. Auch ein. Oh, jetzt brauche ich eine neue Seite nur für ein Wort. Das ist blöd. Gut, ist halt so. Okay. Gut. Dann haben wir die inoffizielle Probeklausur geschafft. Gibt es jetzt noch letzte Fragen? Sollen wir uns noch mal was angucken? Und zwar, hast du irgendwas, wie ich mir merken kann, was dieses Scheiß-Defektieren ist? Ich habe jedes Mal, denke ich, irgendwie genau falsch rum. Also woraus schließt du in den Aufgaben, was Defektieren und was Kooperieren ist? Ja, nehmen wir uns mal das Beispiel aus der Probeklausur von diesem Semester. Da ging es ja in der ordonomischen Aufgabe um irgendwie Billigfleisch und ökologisches Fleisch oder sowas, ne? Biofleisch. Und da wurde gesagt, na ja, also puh, wenn wir jetzt das Billigfleisch aus dem Sortiment nehmen, ja, dann vergraulen wir die preisbewussten Kunden. Und wenn wir das Geschäft mit dem Billigfleisch nicht machen, dann machen's die Konkurrenten, ne? So, und dann muss man sich jetzt überlegen, in der Aufgabe stand ja, das Biofleisch, also quasi das Sortiment umzustellen und nur Biofleisch anzubieten, ja wirklich Vorteile bringt. Und zwar einmal finanzieller Art, also ökonomischer Art, ne? Dass man quasi tatsächlich dann auch mehr Gewinn macht und auf der anderen Seite auch noch eine gesellschaftliche Reputation, ja. Also dass das irgendwie aufgrund des Nachhaltigkeitsaspektes und so, dass das eine gesellschaftlich erwünschte Geschichte ist. Und nebenbei gesagt wäre das tatsächlich auch noch ein Business Case dann, ne? Aber das hat da keine Rolle gespielt. Also sehen wir, dass es theoretisch vorteilhaft wäre, und zwar doppelt vorteilhaft, wenn wir das täten, ne, mit dem Fleisch, mit dem Biofleisch. Jetzt wird aber gesagt, naja, wir vergraulen irgendwie die preisbewussten Kunden dadurch und die rennen dann zur Konkurrenz, wenn wir das durchziehen. Ja, also wenn, das war ja die Aussage, wenn wir das Geschäft mit dem Billigfleisch nicht machen, dann macht es die Konkurrenz, dann rennen die alle zur Konkurrenz. Ja, und deswegen stellen wir nicht um. Das heißt, wenn sich diese beiden Akteure zusammensetzen würden, würden sagen, hey, komm, wir stellen beide das Sortiment um, wir generieren beide die Vorteile daraus aus dem Biofleisch, dann ist klar, dass das die Kooperationsstrategie sein muss. Da aber direkt gesagt wird, oh, wenn wir umstellen und wir vergraulen die Kunden, wenn wir das Geschäft hier nicht machen mit dem Billigfleisch, dann macht es die Konkurrenz, ist also Meinst du klar. Biofleisch?
Ja, nee, ich meine, jetzt wurde ja letztendlich gesagt, wenn wir das Geschäft mit dem Billigfleisch nicht machen, dann macht es der Konkurrent. Ja? Also das Weiterverkaufen des Billigfleisch, meinst du? Genau. Wenn wir jetzt umstellen, ja, und der Konkurrent stellt nicht um, dann kriegt der die ganzen preisbewussten Kunden ab und wir haben irgendwie dadurch ein Problem. Und das heißt also, wir machen das nicht aus Angst, dass wir finanzielle Verluste erleiden. Und das ist ja genau diese präventive Gegendefektion, ne? Wir defektieren präventiv, damit uns das nicht passiert. Okay, also wir machen immer das, wo wir nicht ausgebeutet werden können, sozusagen. Genau, wir versuchen präventiv das zu verhindern, dass wir möglicherweise irgendwie finanzielle Verluste erleiden, ja. Und quasi dieses Geschäft nicht, also diese Umstellung nicht zu machen, obwohl es eigentlich besser wäre, sie zu machen. Aber das präventiv nicht zu machen, muss dann defektieren sein. Und in der Übung hatten wir irgendwas mit so einem Steuerschlupfloch, glaube ich. Und Ja. da haben die auch irgendwie gesagt, wenn wir das nicht machen, dann macht das Ja. aber die andere und Ich dann haben wir, keine Ahnung, irgendeinen Nachteil. guck mir das Heißt gerade es noch mal dann, kurz an, was da in der ja. Übung stand. Ja, weil die Aufgabe habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Warte. So, hier Autonomic und Public Goods hier. Als der CEO der Money AG von seiner CSA-Abteilung die Empfehlung bekommt, die Gesetzeslücke aufgrund ethischer Bedenken nicht zu nutzen, antwortet dieser: Wenn wir das nicht machen, macht es vielleicht die Ultra-Rendito AG. Im Endeffekt haben wir gar keine andere Wahl. Ja. Und das heißt, unsere Defektionsstrategie ist auch dieses Schlupfloch zu nutzen, oder? Ich muss, glaube ich, die ganze Aufgabe nochmal lesen. So, hier eine Okay. vom Gesetzgeber weitgehend unbemerkte Grauzone in der Steuergesetzgebung ermöglicht es den ansässigen Banken, ihren besonders wohlhabenden Kunden Rückerstattung für Steuerzahlungen zu verschaffen, die ja nie geleistet wurden. So, die beiden Banken überlegen, ob sie dieses Geschäftsmodell nutzen sollen. Einerseits befürchten sie massive Einbußen, wenn diese Praxis in der Zukunft öffentlich bekannt wird. Aufgrund juristischer Kosten und eventueller Strafzahlungen, dem drohenden Reputationsschaden und der Gefahr übermäßiger Nachregulierung seitens der Gesetzgebung. Andererseits könnte es ihnen in der Konkurrenz um zahlungskräftige Kunden jeweils deutliche Vorteile gegenüber der Konkurrenz verschaffen. Das finanzielle Risiko wird von beiden Banken als lohnenswert eingeschätzt, aber nur solange sich dadurch Marktanteile erobern lassen. Ja, was wäre hier also defektieren? Ja, noch dann dieses Schlupfloch nutzen, oder? Ja, genau. Oh Gott sei Dank, das war wirklich eine 50-50-Chance. Okay. Ne? Also es wird ja Gut. gesagt, Ich merke einfach, dass Defektieren einfach das ist, was wir machen, um nicht ausgebeutet zu genau, werden. richtig. Präventive Okay. Gegendefektion, ne? Das sagte ja schon Karl Hohmann, dass das Alright. passiert. Ja? Also es ist immer das, meistens aus Prävention wird hier defektiert, genau. Also einfach aus Schutz vor Ausbeutung. Genau. Ja. Gut, dann habe ich es verstanden. Danke. Alles klar. Gibt es weitere Fragen? Jetzt ist die Gelegenheit. Keine Fragen mehr? Sicher? Ganz sicher? Also von mir keine Fragen. Nee, nichts mehr, was ihr noch Nee. wissen wollt. Okay. Dann gehe ich davon aus, dass alles klar ist. Oder alles so weit wie möglich klar ist, zumindest. Alles klar. Okay. Ja. Dann sind wir am Ende der Repetitorienreihe und des Semesters. Ich bedanke mich bei erstmal natürlich bei euch aktiven Teilnehmern für die regelmäßige Teilnahme. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können. Ich bedanke mich natürlich auch bei den Menschen, die mich fleißig auf YouTube unterstützen. Ihr dürft gerne, wenn ihr möchtet, eine Spende dalassen, über PayPal, Link unten in der Videobeschreibung. Auch der Link zu den Lösungen jetzt, die ich geschrieben habe, findet ihr in der Videobeschreibung.
Also nochmal vielen Dank dafür. Ich wünsche allen viel Erfolg für die Klausur. Glück werdet ihr hoffentlich nicht brauchen, aber Erfolg werdet ihr hoffentlich haben. Und ja, man sieht sich möglicherweise dann im nächsten Semester. In diesem Sinne, bis dahin. Ciao.